Akku, the Persian Killer, check those. Weißt du, Düsseldorf. Düsseldorf. So Leute, ja, weiter geht's mit Kraftsport. Ich denke mal, diese Woche werden 2-3 Videos folgen. Wenn der Akku irgendwie sagt, er macht 2-3 Videos, dann kommen keine. Ich hoffe doch. Wir fangen heute mal an mit einem Produkt, was ich 2019 auf der FIBO bekommen habe. Und zwar ist hier noch neu verpackt. Ich öffne das jetzt vor Kamera das erste Mal. In Farbe Schwarz Towel Plus Pro. Von der Firma Strive habe ich auf der FIBO bekommen, muss ich hier ehrlicherweise sagen. Ja, wollte eigentlich letztes Jahr schon ein Video drüber machen. Ja, habe es aber irgendwie verpeilt. Viel mit Umzug zu tun gehabt, deswegen Entschuldigung auch an dieser Stelle. Ich möchte ein guter Geschäftspartner sein. Ich bekomme jetzt kein Geld dafür, ne? Also ich werde jetzt nicht reich dadurch, aber ja, ich habe drei Paar geschenkt bekommen. So sehen die Dinger aus. Ja. Okay. So sehen die Dinger aus, ja. So, dann habt ihr hier, wie ihr sehen könnt, so zum Drüberstülpen über diese Bank, zum Beispiel Bankdrücken, Schrägbank, Bankdrücken, wie auch immer. Hier habt ihr so, ne, hier geht's rein. Da steckt ihr das drüber und das Handtuch kommt dann auf euer, ja, auf eure Bank. Dann habt ihr hier noch so eine kleine Leder, wie soll man sagen, so zum Aufhängen, ne, zum Trocknen oder Aufhängen und wie auch immer. Jetzt müsst ihr mal gucken. Hier habt ihr einen Reißverschluss, ja, und hier passen jede Menge Kleingeld, Handy, was auch immer ihr dabei habt, hier rein. Das heißt, wenn ihr von einer Bank zur nächsten Bank geht, ne, dann müsst ihr nicht, vor allen Dingen, guck mal, stell dir vor, du hast in deiner Hose, ja, es gibt ja so Sporthosen, dann hast du Geld, Handy, wie auch immer. Wenn ihr, was weiß ich, Kniebeugen macht oder was weiß ich, hier an der Beinmaschine irgendwas macht, das stört ja auch, ne. So habt ihr das direkt in eurem Handtuch drin. Ja, und könnt dann sozusagen, wenn ihr von Bank zu Bank geht, ja, euer Zeug da so mitnehmen. Und ansonsten ist das voll, also ich glaube fast zu 100% aus Baumwolle, 96% oder so. Ja, ihr könnt das ganz normal für Schweiß abwischen oder vielleicht eventuell sogar zum Duschen benutzen und dann ganz normal waschen und dann wiederverwenden, ne? Ja, und das war es dann auch schon gewesen. Okay? Alles klar. Ja, ich wollte nach all den Monaten den Leuten, die mir auch auf der FIBO Sachen mitgegeben haben, ja, ich wollte gerecht sein, ja, weil das ist unfair. Ich habe Produkte mitbekommen, damit ich Videos drüber mache, habe es aber sein gelassen, okay? Ja, 3 Minuten sind um. Wir wollen das Video auf über 10 Minuten strecken. Ihr wisst, der Akku muss hasseln. Ja, worum geht's denn noch? Wie gesagt, ich meine das jetzt komplett ernst. Themen sind mehr als genug vorhanden, aber ich habe so festgestellt, dass ab Ende Juli, Anfang August, so komplett der August durch, die Videos, ja, sagen wir mal, nicht mehr so gut laufen, weil ist klar, draußen gutes Wetter, die Leute sind irgendwie draußen unterwegs, haben, was weiß ich, Urlaub, sind irgendwo am Strand oder sind einfach nur draußen unterwegs. Die Videos laufen eher so Richtung Herbst, Winter oder Frühjahr, wenn es sehr kühl ist. Und ja, wollen wir mal jetzt eventuell anfangen, wieder Richtung Kraftsport zu kommen, okay? Heute erstmal ein kurzes Video. Nein, ich werde das nicht über 10 Minuten strecken, aber ja, ich habe vor, Schrägbankdrücken aufzunehmen. Und ja, Beef, ihr wollt Beef, ne? Ich weiß, ihr wollt Beef. Ja, Beef wird es wahrscheinlich auch geben, wenn die Videos wieder anfangen gut zu laufen, wenn ihr viele Bewertungen und Kommentare da lasst, okay? Ja, wir vermissen alle die FIBO, die Gamescom ist dieses Jahr auch ausgefallen. Eventuell lade ich auch die Tage mal von den alten, ich war ja jetzt die letzten 3 Jahre oder 4 Jahre auf der Gamescom, ich glaube 3 Jahre, 4 Jahre, irgendwie so. Ich habe noch ein bisschen Material von der Gamescom, werde ich jetzt auch mal hochladen von der Vergangenheit, ist ja egal, haben wir ein bisschen Nostalgie und so. Ja, und dann hoffe ich mal, dass die Videos jetzt langsam wieder gut anlaufen und dass wir dann durchstarten auch mit Kraftsport. Also klar. Vergiss nicht, Bewertungen da zu lassen. Ich streame auf Twitch. Akku Power Twitch heiße ich dort. Wäre cool. Wir haben jetzt heute die 7600 Follower auf Twitch geknackt. Ja, und da bin ich ja
fast ja, 10 Monate oder so durchgehend am Streamen. 7600 finde ich okay. Wäre cool, wenn wir jetzt diesen Monat noch die 8000 Follower auf Twitch knacken würden. World of Tanks spiele ich dort. Akkupower Twitch, mein Name dort. Lasst mir ein Follow dort da. Die Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram, Twitch-Kanal, alles andere in der Videobeschreibung. Ja, vielen Dank. Die Tage kriege ich auch nochmal so ein Produkt, ja, aber das werde ich euch die Tage vorstellen. Ich habe auch allgemein die letzten 2-3 Wochen viele Anfragen wegen Placements bekommen. Ich glaube, so langsam, so mit Twitch und YouTube sind es ja jetzt mittlerweile, ja, und ich habe ja auch einen Let's Play-Kanal. Wenn man das alles zusammenrechnet, sind wir schon bei, ja, guten 35.000 Followern, ne? Mein Let's Play-Kanal auf YouTube, mein Sportkanal hier und Twitch. Wenn wir das zusammenrechnen, sind wir schon bei 35.000 so insgesamt. Und ja, die Klicks insgesamt, ich weiß nicht, woran das hängt. Ich habe die letzten 2-3 Wochen voll die Anfragen gekriegt wegen Placements. 2-3 habe ich abgelehnt, ja, aber ein Placement kommt die Tage noch. Und ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass es bald wieder losgeht. Es hängt von euch ab, ja, wie die Videos laufen. Also, vielen Dank, wir sehen uns, bis die Tage, ciao.